vorne müssen wir das echt mal ausprobieren mit den Wänden. Oder zumindest da hinten. Da ist jetzt nicht mehr viel am Stehen auf diesem Stück Waggon. Dass man da probiert, das mit den Wänden mal zu machen. Dass man da vielleicht vorher alles abbaut oder so. Ich hoffe, das geht. Hey, komm her! Hab dich. Oh, da ist Ausgrabmetal. Halt, stopp! Wir nehmen nichts, wir lassen hier nichts zurück. Wir lassen niemanden zurück. Hey, ich hab doch die Bremse gezogen. Wieso fährt er trotzdem noch weiter? Habe ich nicht richtig getroffen? Ich hab irgendwo mit Sicherheit Scrapmetal. Oh, Kohle! Moment! Was? Was hast du? Und gib mir nicht schon wieder Holz! Ich hab Kohle gefunden. Ach, stimmt. Da war ja was, ne? Warte mal. Danke. Danke. So, dann packen wir mal hier Kohle in den Ofen. Dann hole ich mal eben schnell die Kiste. Weil ich möchte die ungern liegen lassen. Wo war die jetzt? Da. Boah, puh. Das wäre echt unangenehm. Ah, ja. Okay, sehr schön. So. Entschuldigung. Kohle! Juhu! Haben wir auch schon voll viel. Hätte ich niemals gedacht, dass wir das jemals sagen werden, aber wir haben viel zu viel Kohle. Oder wir haben genug Kohle. Und wir haben fast alle Truhen voll mit Scrap Metal. Holy shit. Ich werd verrückt. Hier war ja alles voll, ne? Nicht, dass sie... Hier ist alles voll mit Holz. Und noch mehr Holz. Ich krieg, Alter, ich will dieses Kackholz nicht. Drop it like hard. Okay, ein 5er-Stack kann man mal drin lassen, wenn wir nochmal irgendwas im Ofen brennen wollen, müssen, können, wie auch immer. Können wir damit nochmal auffüllen, dann brauchen wir nicht an den Dings gehen. Was ist das denn? What the fuck, was ist das? Nein! Ne! Reverse! Nein, das Ding! Alter! Was? Was zur Hölle? Deswegen hat er so gebrüllt. Da sind noch mehr Minen. Was zum Fick? Alter, Minen, die einen am Zug dran... Was? Okay, ganz vorsichtig weiter. Nein! Vorwärts, bitte. Alter, müssen wir jetzt echt aufpassen. Das ist ja gemein. Wie fies ist das denn? Das ist ja richtig gemein. Hallo, ich will hier auf Loot-Tour gehen, nicht hier stundenlang Minen zerschießen. Ich wollte schon gerade sagen, ich kann nicht mehr schießen. Ich will aber auch ungern jetzt Scrapmetal hier liegen lassen. Weil ich will die letzten Kisten... Oh, wie gemein, die hätte ich jetzt beinahe gar nicht gesehen. Oh, da unten kommt ein Tier gleich. Oh, Moment. Holy shit, da kommt jetzt einiges auf uns zu. Wie viele Minen da sind? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alter, was ist denn jetzt hier los? Ist das hier the Railway of Doom oder was? Alter. Okay, wir müssen echt aufpassen, weil wenn die Minen bei uns dran fliegen. Moment. Ha. Hab dich. So, mit einem Schuss. Da kannst du mal gucken. So, warte. Alter, guck mal, da hinten ist alles vermint. Holy shit. Ja, essen, trinken können wir gleich mal. Apropos essen, trinken, warte mal. Da wir ja wieder was herstellen müssen.
mal vorsichtshalber schon mal wieder auffüllen dann. Wenn wir schon einmal gerade hier dabei sind. Das ist ja gemein. So, hier ist der Frische. Trinken, trinken, trinken. Trinken. Sehr schön. Da können wir mal trinken nochmal eben herstellen. Essen, 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 essen. Auch nochmal herstellen. Fett bringen wir eben weg. Ich hoffe, wir haben Fett nicht voll. Doch, jetzt ist Fett voll. Okay, brauchen wir auch nicht mehr sammeln. Scrap Metal, sehr schön. Danke. Hä, das ist ja gemein mit den Minen. Das ist ja voll fies. Also damit hätte ich jetzt mal allerwenigstens geredet. Also jetzt müssen wir echt die Augen offen halten. Das scheinen auch Minen zu sein. Wie gemein das ist. Können wir noch ein paar mehr herstellen, ne? So. Ich düse währenddessen mal ein bisschen weiter. Vor allem, wie die einfach angescheißert kamen, die Mine. So ganz klammheimlich. So beep, 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 beep. Weiß nicht, ob man noch was machen kann, wenn die an einem dran ist. Ob man die noch irgendwie, weiß nicht. Ich weiß, da ist Scrap Metal. Das wird ja spaßig. Kann ich? Ja, kann ich, ne? Okay. Dann machen wir das nochmal eben. 5 Wood haben wir noch in Tash. Für, hier befeuern den Ofen. Weil der wird ja wahrscheinlich auch gleich leer sein. Das ist ja gemein. Alter, die Minen. Wie fies das einfach ist. So, das war fertig. Dann bitte essen. 5 Mal. Trinken nochmal auffüllen. Ja, dann können wir das nochmal einmal trinken. Sehr schön. So, ist das wieder voll. Essen machen wir jetzt auch nochmal eben voll. Guck mal, hatten die hinten? Ja, die hinten haben ein bisschen gesammelt. Alles nur, um den Zug zu zerstören. The Railway of Doom. Ach ja, wir sind ja schon an der letzten Kiste angelangt. Die auch schon fast voll ist. Wie geil. Wir haben, Alter, 1, 2, 3, 4, 5 Kisten voll. Beziehungsweise 10 Kisten voll mit Scrap Metal. Holy Jesus. So. Hier. Zack. Und zack. Da ist das Wood wieder weg. Gott sei Dank. Okay, wahrscheinlich relativ schnell wieder, ne? So, ich düse mal weiter, während das gerade am Brutzeln ist. Na? Alter, ist auch eine Mine. Boah, man kann die aber auch echt schlecht übersehen. Man kann die sehr schnell übersehen, ne? Muss man echt höllisch aufpassen. Ich hoffe, ich habe kein Scrap Metal liegen lassen. Und deswegen war der so am Jammern. Was ist denn los, Fridolin? Nur weil deine Mine an uns andockt, bist du direkt nervös geworden, oder was? Kann er auch nichts dafür, tut mir leid. So, hier auch wieder fast voll, sehr schön. Können wir auch nochmal auffüllen. Ja, ein bisschen Essen, Trinken können wir auch wieder sammeln unterwegs. Aber Essen, Trinken haben wir jetzt voll wieder. Das ist sehr schön. Da kommt noch eine Mine. Und ich glaube, das war's jetzt. Ich hoffe, das war's jetzt erstmal. Es sieht zumindest nicht danach aus, als wäre hier auf dem Railway noch irgendwie eine Mine zu sehen. Ist das Scrap Metal? Nein. Da ist Essen.
hoffe, ich übersehe keine Mine. Das wäre echt doof, wenn auf einmal hier irgendwie der Zug wegsprengt. Was machen wir denn eigentlich, wenn vorne der Zug weg ist? Können wir dann überhaupt noch fahren? Oder ist dann Spielende, wenn der... Oh nein, auf der anderen Seite ist, kommen Schienen. Oh, warte. Auf der anderen Seite kommen jetzt Schienen. Das ist ja toll. So. Wo ist der kleine Scheißer? Ich höre ihn. Ja, das ist ja doof. Für ihn, nicht für uns. Das heißt also, da kriegen wir gleich wieder Spaß auf Gleis 2. Ey, was freu ich mich. Oh, Raw Meat haben wir von dem bekommen. Mmh, lecker. Heißt also, da kriegen wir gleich Gesellschaft, sagst du? Ist natürlich nicht so gut, weil wir nicht so viel Munition haben, ne? Ist natürlich blöd. Oder wir müssen echt Munition herstellen. Finde ich richtig uncool. Und wir haben... Ich muss noch... Warte mal, bevor wir jetzt... gleich loslegen. Wir sollten uns eine Rüstung noch bauen, ne? Also noch ein paar zweiten Panzer. Und Schutzschild. Das wäre noch ganz gut. Ja, das wäre, glaube ich, noch ganz gut. So, warte mal. Ja, dann würde ich jetzt einmal kurz anhalten, bevor die jetzt gleich hier aufschlagen, weil die brauchen ja erstmal ein bisschen noch, bis die kommen. Ich fülle nochmal eben alles auf hier bei uns. Weil wir ja gerade dabei sind. So, zack. Das Schnitzel würde ich einmal schon mal auf den Grill legen. So, das ist, sättigt uns. Ja, Wutz schon wieder. Warte mal, ja. Können wir gleich auch einlegen, glaube ich. Wenn der fertig ist. Change. So, dreimal Butter rein. Sehr schön. Eis. Da. Scrap Metal. Ein Schnitzel zum Essen. Pass auf, ich esse die zweimal hier. Dann packe ich das Schnitzel da rein. So. Dann. Da wir ja Scrap Metal brauchen. Für die Rüstung. Da kriegen wir auch nochmal zwei. Da kriegen wir nochmal einmal Wood. Wir brauchen Barren. Würde ich mal eben das Maximum an Barren herstellen, was wir gerade damit machen können. Vier Stück. Munition. Soll ich Munition herstellen oder nicht? Ich bin noch ein bisschen... ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall gehe ich rüber zu denen im Zug. Damit wir hier so ein bisschen geschützt sind. Reparieren. Weiß nicht, ob wir noch alles reparieren sollten vorher. So, Workbench. Consumables. Stellen wir mal eine Panzerung her, die würde ich direkt mitnehmen. Dürfte jetzt auch fertig sein, ne? So. Bing. Dann lass doch mal schauen, was brauchen wir denn? Okay, wir brauchen dieses Powder, ne? Stellen wir das dann nochmal her, im Labor, glaube ich, ne? Wood haben wir. Und einmal diese grüne Flasche, die haben wir, glaube ich, auch. Moment. Ja, oh, haben wir nicht nur eine. Davon haben wir sogar viel, viel mehr. Dann würde ich nämlich, spaßeshalber... Warte. Uns ein bisschen Munition herstellen. Weil wir es können. Die werden ja jetzt noch nicht aufschlagen. Die haben ja die Kurve noch. Das dauert ja erstmal noch ein bisschen. Aber das ist jetzt diesmal von links kommen. Was ist denn da los? Oh, Scrap Metal. Hallo?
Da liegt noch viel, viel mehr Scrap Metal, ne? Ich weiß. So, dann lass mal gucken. Ein Paket Munition. Kriegen wir das noch, bevor die kommen? Ja, ich denke schon, ne? Geh mal von aus. Wir haben jetzt echt viel gekriegt, ne? Man merkt richtig, dass die Ressourcen mehr sind. Durch die Prophezeiung, das merkt man richtig. So, mal gucken, wie gut wir das verteidigen können jetzt hier. Oh, warte mal. Was sehen denn meine trügerischen Augen da oben? Wie kann ich das denn übersehen? Hallo? So. Munition! Juhu! Use, ne? Use. Ja, sehr schön. Heißt, mit der 2 haben wir hier wieder ein bisschen. Nicht viel, aber immerhin. Panzerung lasse ich, dass wir die zwischendurch mal... Können wir nochmal herstellen, ne? Zur Vorsicht stellen Nummer 2 her. Wir kommen! Weil die werden ja direkt dann gleich kommen. Oh, hier liegt noch immer so viel Stuff rum. Würde ich auch noch alles mitnehmen, solange wir noch die Zeit dazu haben und Lust haben. Würde ich sagen, machen wir das doch direkt mal. So, das nehmen wir mit. Da drüben komme ich nicht. Doch, da komme ich ran. Dacht schon. Ja, die werden aber gleich kommen. Das wird nicht mehr lange dauern. Wir haben die Truhe auf Tash, ne? Die wollen ja wahrscheinlich nur unsere Truhe haben. Oh ja. Jetzt kommen sie. Wie mache ich das denn jetzt? Oh je. Oh je. Oh, du Scheiße. Was ist denn jetzt los? Wegfahren können wir eigentlich? Oh, da liegt Kohle. Wir brauchen unbedingt Wände. Unbedingt brauchen wir Wände. Granaten wären noch cool. Ja, ich sehe die Gegner. So, wo ist denn? War's das? So, ihr kleinen Nudeln. Ich hoffe, das war's. Ja, not enough space. Das ist ganz toll. Not enough space. Willst mich verarschen? Scheiß auf die Waffen. Ganz ehrlich. Warte mal. Lieber hier, Das ging ja doch ganz gut. Ich habe echt gedacht, die ballern uns jetzt hier alles weg oder so. Aber das hat ja doch ganz gut geklappt. Wie ich finde. Scrap Metal. Ja, sehr schön. Munition. Oh, ja. Tja, tut uns leid, Jungs. Ihr habt doch so eine geile Gun hier, aber warum nutzt ihr die denn nicht? Oh, die haben auch eine Prophezeiung drauf. Guck mal. Munition, Reifelarmo, sehr schön. Haben wir nachgeladen? Okay. Gut, wir können natürlich hier die ganzen Waffenteile und so aufnehmen. Und Waffen. Die würde ich, glaube ich, auch... Das würde ich, glaube ich, auch machen. Alter, was ist denn hier? Eine Holzpalette? Ja, witzig. So. Das ging doch relativ gut von der Hand. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Was macht der denn schon hier drüben eigentlich bei uns? Der kleine Schlingel. Oh, ein Token. So, Waffenkiste, sagst du? So, ich lagere mal eben schnell alles ein.
Genau, hier kommen die fertigen Barren schon rein, hatten wir gesagt. Scrap Metal kommt hier rein. Token und Rüstung. Kohle. Die Token würde ich hier reinpacken. Rüstung kommt hier rein. Ja, Chemikalien haben wir, glaube ich, voll, ne? Jo, Chemikalien haben wir voll. Kann ich eigentlich auch links liegen lassen. So, dann würde ich mal eben schnell die Waffen holen. Ich weiß nicht, ob wir das beste Waffensystem haben jetzt hier an Weapon. Also ob wir jetzt die beste... Hä, war da nicht noch mehr? Ob wir jetzt hier die beste Waffe haben, weiß ich nicht. Oh, ist ja schon voll. Kann ich nicht sagen, kann ich nicht beurteilen. Das müssten wir rausfinden. Warte mal, es muss doch gehen. Die zwei dahin und die Waffe dann dahin. So, was geht? Ich wollte schon gerade sagen, aber ich meine, jetzt weggelegt. So, hier war noch eine Waffe am Rumfliegen. Das können wir nicht aufnehmen. Ansonsten haben wir, glaube ich, hier alles. Schade, dass man den Zug nicht abbauen kann oder so. Okay. So, pass auf. Dann, Change. Change. Das ist unsere. Abbauen. Abbauen. So. Dann Change, unsere. Und dann gucken wir mal. Nein. Ja, das Handling wird um 0,5 besser. Ja. Stabilität plus 8, aber Genauigkeit weniger 5. Magazin. Nachladegeschwindigkeit geht runter. Ist das gut? Oder muss die höher sein? Aber es zeigt grün an, ne? Rot ist, glaube ich, immer schlechter, ne? Und plus 3. Würde ich vielleicht das nehmen? Und das ist auch nicht gut. Okay, gut. Pickup. Dann können die Waffenteile eigentlich da rein. So, dann würde ich die Waffe noch auseinandernehmen. Die hier. Jo. 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 Und jo. Und jo. Und dann unsere nochmal ausprobieren, ob wir da irgendwas verbessern können. Das macht gar nichts. Das macht auch nichts. Handling minus 0,2. Das ist gut. Ich probiere das mal. Ja, nee. Das hatten wir schon. Okay. Gut. Gab. Und dann sortieren wir mal eben die Waffenteile hier ein. Ich hoffe, wir haben Platz genug dafür. Ja, doch. Geht. Sehr schön. Das hat doch super funktioniert. Ich hätte auch gern so Wände. Ich hoffe, wir kriegen das hin. So, irgendwo war Kohle am Liegen. Die würde ich gerne einmal mitnehmen.